Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, diese Trittbretter an den Jeep zu bauen. Wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, zunächst erstmal bei eBay wieder mal Rotz gekauft. Ja, musste die Trittbretter noch ein bisschen aufarbeiten. Die kompletten Gewindehülsen waren so stark verrostet, dass sie weggedreht sind. Also noch ein paar Schönheitsoperationen und dann konnte ich mit dem Anbau der Trittbretter dann beginnen. Ja, also die Montage ist recht einfach. Zuerst entfernen wir aus dem Schweller diese Gummistopfen. Dann werden diese Teile eingeführt, um dann hier die Mutter drauf schrauben zu können. Hier haben wir noch zwei Schrauben. Der Halter kommt gleich zur Hand. Ja. Und auf diesen Halter kommt dann das Trittbrett. Also, dann legen wir mal los. Loch müssen wir noch ein bisschen für diesen blöden Baustamm, den wir hier im Schweller haben, ausschneiden. Ja, dann machen wir das mal. So, und dann haben wir hier und hier noch ein Loch. Das ist dann für die zwei Löcher gedacht. Hier ist noch so eine durchsichtige Plastescheibe und die kommt hier unten drunter. Die hält schon mal diesen Gewindestift und dann kommt, wie hier hinten schon vormontiert, da wo die Gummistopfen entfernt worden sind, zunächst erstmal die Gewindebolzen einsetzen und die Halter habe ich ein bisschen mit Karosseriekleber eingekleistert, damit die dann auch schön dicht sind.
Das Ganze ist erstmal handfest angezogen und dann wird erstmal probehalber das Trittbrett montiert, damit man auch die richtigen Abstände hat, weil ein bisschen Bewegungsraum ist. Und wenn man dann die Abstände hat, dann die Halter festziehen und dann kann man das Trittbrett montieren. Habe auch am Trittbrett noch ein bisschen Karosseriekleber aufgebracht, weil bei der Demontage stand dort eine Menge Dreck und Sand drin und die Halter waren da schon leicht angerostet. Ja, und bevor da wieder Nässe eintritt, kann man da ein bisschen mit Kleber sich behelfen. Ja, und so sieht es dann aus, wenn es fertig montiert ist. Gibt natürlich auch andere Arten von Trittbrettern, wie diese zum Beispiel. Da unterscheiden sich die Halter etwas von der Machart. Der vordere ist zweiteilig, der hintere muss mit unter das Fangband. Aber der Nachteil bei denen ist, die kosten eine Menge Bodenfreiheit. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, ist es überhaupt kein Ding, dort Trittbretter anzubauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder vielleicht abonniert ihr ja sogar meinen Kanal. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!